herzlich willkommen zu einer neuen Woche und heute mal wieder zum Thema ketogene Ernährung, denn es ist eine neue Studie erschienen in Obesity Biology and Integrated Physiology und zwar brandneu jetzt im Mai 2019. Und da hat man Folgendes gemacht. 17 übergewichtige Männer mit einem BMI zwischen 25 und 35 hat man 4 Wochen normal essen lassen und danach 4 Wochen ketogen. Sieht wie folgt aus. Die ersten 4 Wochen waren 50% Kohlenhydrate, 35%, 15% Eiweiß, also das, was man allgemein empfiehlt, als ungefähr so sollte eine Ernährung aussehen. Wobei ich fest der Meinung bin, dass Fett muss weniger sein. Versus einer ketogenen Ernährung 4 Wochen, 5% Kohlenhydrate, 80% Fett, 15% Eiweiß. Und in beiden Ernährungsweisen wurden gleich viele Kalorien gegessen. Und dann hat man natürlich die Blutwerte überprüft und da gesehen, dass bei den Leuten, sobald sie sich ketogen ernährten, LDL, Gesamtcholesterin und CRP signifikant erhöht waren. CRP ist ein Marker für Entzündungsreaktionen im Körper. Und wenn sie sich, sanken die Triglyceride und der Fettabbau wurde angekurbelt bei einer ketogenen Ernährung. Außerdem stieg die Insulinsensitivität der Zellen. Also folgendes. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, was der Unterschied ist zwischen Low Carb und Keto und warum Keto immer noch gesünder ist als Low Carb. Bei Low Carb steigt der Cholesterinspiegel und wahrscheinlich auch die Entzündungswerte. Aber die Insulinsensitivität bleibt immer noch schlecht. Bei Keto, da man da den Fettstoffwechsel ankurbelt, sprich Ketone aus Fett synthetisiert werden, gleichzeitig das Insulin niedrig ist, kann sich tatsächlich Fett aus den Fettzellen und den Muskelzellen lösen, zu Ketonen verwandelt werden und wenn das Fett aus der Körperzelle rausgeht, wird die Insulinsensitivität ja besser. Der Körper kann wieder besser auf Insulin reagieren. Also das war hier schon der Fall. Den Entzündungswerten ist natürlich so eine Sache. Denn vor allem bei Autoimmunerkrankungen, Leute, die unter Autoimmunerkrankungen leiden, sind Entzündungswerte generell zu hoch. Sprich, es lohnt sich, da was zu tun, sich so zu ernähren, dass man eben keine hohen Entzündungswerte hat. Und aus der Keto-Szene hört man immer, Ketone wirken antientzündlich und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja, wir haben das schon öfter Leute unter Videos geschrieben. Die berufen sich dann auf irgendwelche Paleo-Ernährungsgurus im Dunstkreis von Udo Pollmer, deren Namen ich nicht nennen möchte. Denn dann könnt ihr sie googeln und das will ich nicht, denn dann kriegen die Aufmerksamkeit. Wenn man eingibt Ketone Entzündungen in Google, dann findet man nur Laienseiten. Und die Laien haben das da aufgeschnappt, dass man mal an Mäusen Studien gemacht hat, dass eine ketogene Ernährung das Epilepsiepotenzial senkt, die Entzündungsreaktionen im Gehirn senken kann, sodass es dann eben nicht zu Krämpfen kommt. Das kommt daher, dass ein spezielles Keton in der Lage ist, das NLRP3, Inflammasom, zu blockieren. Das heißt aber nicht, dass Ketone antientzündlich sind, denn das CRP, der Top-Entzündungsmarker im Blut, im Labor, ist erhöht bei einer ketogenen Ernährung. Und dann gibt es ja immer wieder die Leute, die sagen, Low Carb ist deswegen so gut, weil Zucker Entzündungen fördert und Zucker oder beziehungsweise Entzündungen ist eigentlich die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Plaque oder verstopfte Koronargefäße oder verstopfte Hirngefäße, oder völlig scheißegal. Aber wir sehen hier, dass Entzündungen auch gefördert wird durch eine ketogene Ernährung. Ja, auch durch viel Zucker, aber eben auch durch eine ketogene Ernährung. Und
Das heißt, was die machen, ist quasi den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Oder ne, sich entscheiden zwischen Pest oder Cholera. Obwohl man das gar nicht muss. Obwohl man sich auch für eine Ernährung entscheiden kann, die wenig Fett enthält und wenig Zucker. Und es ist nicht entweder Low Carb oder High Carb oder Low Fat oder High Fat. Man kann alles Schlechte meiden. Man kann schlechte Kohlenhydrate meiden und schlechte Fette meiden. Und man kann das reduzieren, das Schlechte und das Gute steigern. Und man muss sich nicht, um seine Insulinsensitivität zu steigern, einer Low Carb oder einer ketogenen Ernährung verschreiben, sondern man kann das auch mit einer Ernährung, die viele Kohlenhydrate enthält, erreichen. Ich lese gerade wieder Potatoes Not Prozac von Kathleen de Maisons, was ja schlussendlich ein Esssuchtbuch ist. Und die sieht drei Ursachen dafür, dass sich ein Zuckersüchtiger so wahnsinnig fühlt. Das eine ist der zu hohe Blutzucker, das andere ist das niedrige Serotonin, also was halt Prozac beziehungsweise andere Antidepressiva anhebt, und die Beta-Endorphine. Und sie hat selber mal im Rahmen der Zuckersucht halt eine Low-Carb-Ernährung gemacht und dabei festgestellt, okay, ihr Blutzucker ist damit im Griff, aber ihr Serotonin ist damit nicht im Griff. Und deswegen war sie immer noch depressiv, obwohl sie sich stabiler fühlte. Und sie geht da so das über drei Säulen an. Also wenn man zum Beispiel eine Depression nur mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, wie Prozac oder Acetaldopram oder weiß der Geier was, bekämpft, dann hat man immer noch das Blutzuckerschwankungsproblem und ist deswegen auch immer noch emotional labil und fühlt sich dann nicht therapiert durch die Antidepressiva. So. Ja, und ja, keine Kohlenhydrate führt halt zu scheiß Stimmung. Führt zu wenig Serotonin, weil man dann zu wenig Insulin hat, den Vorläufer des Serotonins, das Tyrosin, über die Bluthirnschranke bringt und da dann Serotonin synthetisieren kann. Denn Serotonin selbst kann nicht über die Bluthirnschranke. Das mag zwar drin sein in Bananen und Schokolade, aber es kann nicht über die Bluthirnschranke. Oh, jetzt habe ich das Thema voll gewechselt. Also, also, man muss keine ketogene. Und man sollte auch keine ketogene Ernährung machen, weil das nämlich gravierend das Risiko steigert, eine typische Zivilisationskrankheit zu bekommen. Zum Beispiel durch erhöhtes Gesamtcholesterin und LDL, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, woran immer noch 40% aller Menschen sterben. Und ne? Entzündungen weiß der Geier wo. Alle wollen immer Entzündungen los sein. Mit einer ketogenen Ernährung wird man die nicht los. Höchstens im Gehirn, wenn man ein epileptisches Kind ist. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch die Studie unten drunter, dann könnt ihr alles selber nachlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Ich sage ciao. Bis morgen zum Q&A. Eure Silke.